Herbstzeit ist ja auch immer so ein bisschen Bastelzeit. Ihr wisst schon, Kastanien, bunte Blätter und sowas. Und Ole Werner, der muss schon wieder im Herbst basteln. Denn es kommt zurück Miloš Veljković und auch Leonardo Bittencourt für das Pokalspiel am Mittwochabend in Paderborn. Aber dafür gab es heute zwei neue Ausfälle. Christian Groß ist krank, fällt aus und Marco Friedl hat Adduktorenprobleme. Bei beiden soll es nicht so schlimm sein. Kann sein, dass sie am Samstag schon, wenn es in der Bundesliga weitergeht, dann in Freiburg wieder zur Verfügung stehen, hat Werder mitgeteilt. Aber trotzdem muss jetzt erstmal gebastelt werden. Und wie wird denn jetzt gebastelt? Spannende Frage, denn er muss Ole Werner ein bisschen umbauen dahin und muss sich dann entscheiden. Spektakel, was ja eigentlich garantiert ist gegen den SC Paderborn, sind immer ganz viele Tore gefallen. Paderborn hat die beste Zweitliga-Offensive mit Abstand sogar. Da musst du also hinten ganz schön aufpassen und wir wissen ja auch aus der vergangenen Saison, dass die Paderborner schon ein paar Tore schießen können. Haben ja einiges erlebt. Naja, und Werder muss hinten halt auch aufpassen. Ja, was macht man da? Veljković in der Mitte wird definitiv gesetzt sein. Hat man heute auch im Trainingsspielchen gesehen, das war zwar 11 gegen 11, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, kommen wir gleich noch zu. Der wird gesetzt sein als Mittelmann, als Abwehrchef, ganz klar. Und dann auf der rechten Seite, ich tippe ja auf Niklas Stark und dann linker Innenverteidiger in der Dreierkette, würde ich Amos Pieper vorne sehen. Das hat er schon bei Arminia Bielefeld letzte Saison gemacht, dreimal nur, weil er ist natürlich eher rechtsfuß, also er ist nicht nur eher rechtsfuß, er ist rechtsfuß und ist da auf der rechten Abwehrseite sicherlich besser aufgehoben. Aber er kann das halt auch auf der linken Seite, ist ja auch kein Hexenwerk. Es bestünde natürlich auch die Möglichkeit, Anthony Jung, da hat man ja noch so einen linken Innenverteidiger, der beide spielen kann, also außen als auch innen, ihn zurückzuziehen und dann Li Buchan auf die linke Seite zu packen. Keine schlechte Alternative, aber auch eine offensive Variante und du müsstest noch mehr ändern in der Mannschaft. Du musst ja schon auf der 6 was ändern und da hat Ili Grujev definitiv die Nase vorn. Das hat man heute auch im Training gesehen. Der hat sofort diese Position eingenommen, der wird das auch spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wer rückt dann als 8er rein, da wo Grujev zuletzt gespielt hat? Ich tippe auf Stay, Jens Stay, der ist eigentlich mal wieder dran, der Däne. Ne? Und natürlich könnte dort auch Leo Bittencourt spielen. Aber das dann neben Romano Schmidt ganz schön offensiv. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, was ihr, wie ihr aufstellen würdet. Also nochmal der Reihe nach. Jetzt habe ich es ein bisschen durcheinander gemacht. Hinten Pavlenka im Tor, ist klar. Dreierkette, meine Meinung. Stark rechts in der Mitte Veljković, links dann Pieper. Auf den beiden Außenverteidiger, Schienenspielerposition. Rechts natürlich Mitchell Weiser. Der war heute schon wieder im Training gut drauf, hat schon wieder ein paar Sachen gemacht. Wobei er ja zuletzt in der Bundesliga es ein bisschen übertrieben hat und auch ein bisschen oft gefallen ist. Vielleicht ein bisschen überpaced wird in Paderborn hoffentlich wieder ein bisschen besser. Auf der linken Seite lege ich mich fest, Anthony Jung als Stelle von Li Buchan. Das wäre dann doch ein bisschen zu offensiv. Achter habe ich gesagt, Jens Stay und Romano Schmid, der war gut drauf, trotz der Niederlage dagegen Mainz. Und als Sechser Ili Grujev habe ich auch schon gesagt, naja, vorne Häßling-Vögel, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Wer das immer noch nicht weiß, Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug. Ja, jetzt haben sie mal einmal nicht getroffen, aber das wird schon wieder werden. Gegen Paderborn, die sind ja auch anfällig, die können auch ein paar auch mal ganz gerne einen rein und da kann der Knoten dann, wenn es überhaupt einen Knoten gibt, ein Knötchen ist es ja maximal, was der SV Werder Bremen da in dem Mainz-Spiel hatte. Schnell abhaken die Partie, sich im Pokal nicht nur Selbstvertrauen holen, das ist nicht das Einzige, worum es geht. Es geht vor allen Dingen um viel Kohle. Über 800.000 Euro kann der SV Werder Bremen verdienen und natürlich die Aussicht, noch viel, viel mehr einzunehmen in diesem Wettbewerb. Und so ein bisschen schiebt man ja auch immer auf dieses Finale in Berlin. Das ist ja auch immer eine geile Sache und dann gibt es auch noch ganz viel Kohle, bei so einem Finale zu verdienen. Aber wir reden ja erstmal über die zweite Runde, ganz langsam. Aber so ein Spiel, was Spaß macht. 18 Uhr, frühe Anstoßzeit, müsst ihr darauf achten. Wir sind natürlich für euch live-Ticker-mäßig rechtzeitig dabei. Die Partie wird gezeigt bei Sky, glaube ich, bei den Kollegen, wenn ihr es dann doch live im Fernsehen sehen wollt. Sonst werdet ihr bei uns rundum versorgt. Wir hören uns noch mal ein bisschen um. Was es sonst noch so Neues beim SV Werder Bremen gibt, findet ihr alles in der Deichstube. So, und ich mache mich mal auf den Weg. Und einen kleinen Tipp habe ich noch, schon mal so ein bisschen Spoiler. Für das Spiel gegen SC Freiburg haben wir mit jemandem gesprochen, den ihr in Bremen alle sehr gut kennt, beziehungsweise wir sprechen noch mit ihm. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass es klappt. Mehr verrate ich nicht, hinterklappt es nicht und dann habe ich zu viel verraten. Also, viel Spaß, bis dahin, ciao.